wait, go, 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 go. Okay, listen, listen to this. Okay. Human to human. Okay, 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 okay. What do you want me to do? De vluchtelingen komen steeds dichter bij ons. Met 3000 nieuwe asielaanvragen per week kunnen we niet meer doen alsof die anderen er niet zijn. We moeten elkaar wel in de ogen kijken. Bas! Een biertje voor de jongens. Hij heeft ook een heleboel slaapzakken. Hé, Bas! I have free! Veel burgers in Nederland en Duitsland willen niet langer wegkijken en komen zelf in actie. Man sollte eine Minute Zeit haben, um diesen Menschen zu gedenken. Jetzt bitte. Zijn dit de nieuwe helden van deze tijd? Ze maken in ieder geval de persoonlijke keuze om zelf iets te doen. Gewoon omdat ze die ander ook als mens zien. Dit gebeurt en je ziet het en het raakt je. En dan is gewoon de volgende vraag: wat moet ik doen? Want wij hebben zelf allemaal mogelijkheden. Heeft u zelf ook wel eens het gevoel dat u iets wilt doen voor een vluchteling, maar u weet niet wat? Laat u dan door deze mensen inspireren. Dit is Tegenlicht. Welkom in de wereld van het nieuwe mededogen. Het gaat dus om het altijd wel wat willen doen, niet weten hoe, waardoor een nieuwsbericht is zoals alle anderen. En dan opeens wordt iets persoonlijk. En dan denk je, oké, iemand die ik ken is daar, die praat met iemand die dezelfde leeftijd als ik en die heeft geen schoenen. Ik wil schoenen brengen. Ik kan echt helpen. En dat gevoel is ook een goed gevoel. Dus dan ga je helpen. We gaan overmorgen rijden we naar Calais, we willen schoenen brengen. Toen zei iedereen, oké, ik heb een WhatsApp groep gemaakt. En toen zijn we gaan rijden. Oké, snel. Oei. Ik kan op zich wel proberen nu even de zeedijk, mag je wel laden en lossen volgens mij. Ja, maar dat is toch wat we aan het doen zijn? Ja, maar dat gaan we in elk geval proberen. Echt? Oh, te gek. Oh yes, wel echt mooi. Goed, hè? Ja. Ja, dat is niet verkeerd. Eigenlijk wilden we gewoon mooie schoenen geven, omdat ze verdienen ook mooie schoenen. Dus niet alleen maar de afgetrapte schoenen die wij allemaal niet meer dragen bij de mensen die het goed hebben. Voor de aalmoes, voor de mensen die het slecht hebben. Gisteren zoveel, 1000 paar schoenen. Echt waar? En vandaag moeten we ook nog. Dat misschien het ook allemaal niet past en het is een beetje uit de klauwen gegroeid. Nou, best wel positief, toch? Hartstikke positief. Ja, alleen logistiek ook. Ja, wel een probleem. We gaan helemaal vol, hè? Ja, maar dit hebben we dus niet geaccepteerd. Waarom niet? Nou ja, omdat dat al zo kapot is, dan heb je dan geen reet aan. Hier, kijk. Als je dus zo met Facebook en internet, al die mensen, al die kleine dingen, is toch een soort mindset van oké, we zijn allemaal mensen, jij hebt wel schoenen, 5 paar, zij 0 paar, geef even 1 paar, dan hebben zij 1, jij 4. Simpel. En volgens mij is dat wat een beetje nu aan de hand is, dat je voelt dat het mag of zo, dat je mag helpen. Het is niet zo groot, het is best wel klein. Hoe hebben ze ooit zonder gekund? Wordt sowieso het hipste vluchtelingenkamp ever. Komen hier ook mensen die zeggen, oh, ik ben zo blij dat jullie dit doen, want ik wilde wel iets doen, maar dan googelde ik en ik kwam niet echt. Het is soms heel moeilijk. Als je aan politiek gaat denken, oh, het is zo verschrikkelijk, is het een druppel op een gloeiende plaat? In hoeverre kan je echt helpen? En als je weer aan dat vraagstuk gaat denken, dan raak je bijna weer ongelukkig. Want dan wordt het weer zo groot en we kunnen misschien ook niet echt iets veranderen. Maar als je gewoon zegt, ze hebben schoenen nodig, dat is een hele duidelijke taak. Misschien doordat zoveel mensen dat nu ook doen en graag willen, want iedereen wordt er ook heel gelukkig van om te helpen, verandert er ook op grote schaal misschien wel iets. Oh, lekker. Gloedje nieuw, waterdicht, lekker warm. Dat is wat de mensen nodig hebben. Geen oude meuk. Kijk dat gaan.
Ook vluchtelingen willen er goed uitzien. Ja. Ik weet niet of er vrouwen zijn die ook moeten lopen. Ja, maar er zijn ook homoseksuelen. Oh ja? Ja, natuurlijk. Oh, ja. Oh nee, want dit is eigenlijk ook gewoon kapot. Ja. Kijk, hier zou je zelf ook niet op lopen, snap je? Ja. Ook nog even over nadenken. Dankjewel, okay, lief van jullie. Dank je. Dag. Niet filmen nu, want ik ga het weggooien. Vaak is er een soort generalisatie van... bijvoorbeeld dat iedereen erover viel dat die vrouw een iPhone had. Toch om een selfie, de vrouw uit serie. Ik denk, ja, maar wat denk je nou? Dat het alleen maar een soort met bolbuikjes wordt eigenlijk een soort en niet een persoon. Ja, als ze Amsterdam hebben bereikt, hoezo mag je dan niet een goede jas, goede schoenen om gewoon... Misschien is het ook net dat extra om het leven weer alvast te beginnen. Ik bedoel, met deze ben je wel blij, toch? Het is wel een mooi symbool van Amsterdam geeft ook aan de mensen een Calais. En dan deze. Kom, we gaan hem ook daar neerzetten. Kies jij voor deze? Nee, kies voor deze. Welke maat is dit? Ik vind deze heel mooi. Deze wil ik wel. Deze vind ik mooi omdat ze goud zijn. Deze vind ik mooi omdat ze stekels hebben. Jongens, we gaan luiken de schoentjes, want het zou voor mensen dit echt heel hard nodig hebben. Even terugleggen. Ja. Mijn vader zei vroeger altijd, als je voor je 25ste niet links bent of niet links hebt gestemd, dan heb je geen hart. En als je na je 25ste nog steeds links stemt, dan heb je geen verstand. Dus ik probeer het een beetje te combineren, zeg maar. We proberen iets goeds te doen met een commercieel idee erachter, dat we mensen op de loonlijst uiteindelijk kunnen krijgen. Mensen ook echt een perspectief kunnen bieden. Oké. Kijk maar op. Oké, let's open it for the car. Allahu Akbar. Oh, dat is zo geweldig. Crazy, hè? Zo. Festival Wasteland. This is the beginning. And we go from here. Over there. Oh, oké. This whole weekend was the party. And people leave their sleeping bags and tents. And we need the sleeping bags to create the shelter suits. We need 500 for today. And we will make 500 shelter suits and bring 500 to city. Abba! 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 Goed. Nice. Hier, one more. Ah, heel goed. Hier, nog één. Twee. Hier, nog twee. Kijk, hier gaat het los. Oh. Very good. Goed. Ah! Dan gaat het biertje voor de jongens. Ja, hij heeft ook een heleboel slaapzakken. Hé, Bas! I have free! Ja, ik denk dat ze het hartstikke leuk vinden. Ze nemen niet alleen slaapzakken mee, maar ook andere dingen die ze vinden, zoals stoeltjes en dingen die ze in een asielzoekerscentrum kunnen verkopen om wat extra centjes bij elkaar te krijgen. Het is prachtig. Appa. I think we need a new truck. De shelter suit is een waterdichte, winddichte jas waar je een slaapzak aan vast kunt ritsen. En dat hele pakketje wordt hier gemaakt en aangeboden in een duffelbag, een soort rugzak. Kraai of na kraai? Overdag heb je dan een warme jas met een tas. En 's nachts kun je de slaapzak eraan vastritsen en ben je helemaal beschermd. Helemaal warm en droog. I not feel the floor, not feel the cold, not feel anything. Feel it's warm. It's good for sleeping. Het idee was eigenlijk puur om de daklozen in Nederland te helpen. De eerste, daar begon het eigenlijk mee. En dankzij deze mensen zijn we er wel achter gekomen dat
in Syrië ook hulp nodig is. We hebben ongeveer 8 tot 12 mensen die elke dag komen vanuit het asielzoekerscentrum. Ana kataba dros kaman kataba dros khisad sene talte ma khallasat wtarit akhaduni al jesh kaman w unshaqina min jesh w kanat maslahati ashtaghal khiyata haqaib safari musiqa albisa rijaliya nisaiya الحمد لله كان عندنا معمل بسوريا كنا عم نشتغل يعني امورنا كلها تمام والله يخرب بيت ولا بشار الاسد نزعلنا حياتنا شو نحكي كمان شو بدك يعني احكي عن بشار يعني ها الله ياخذه لبشار الاسد ايسا دي heeft 3 fabrieken gehad. Hij maakte lingerie, dus een goed welvarend leven had hij in Syrië. En idem dito voor deze man, die hebben altijd in confectiehuizen gewerkt, gewoon volle bak gewerkt. En dus die weten precies wat ze moeten doen. Als ontwerper is het eigenlijk een droom om dit soort vakmensen om je heen te hebben, want die kom je in Nederland niet tegen. En krijgen zij nou ook betaald? Ze doen nu echt alles vrijwillig. Dat is eigenlijk wel het mooiste, want een man zei ook nog tegen ons, ja, we vinden het gewoon prachtig dat we hier terecht kunnen in Nederland, dus we doen graag wat terug voor de Nederlanders. En ze doen het echt met alle plezier gratis. Ja, vrijwilligerswerk. Hoe is het met je kleding voor je vriendinnetje dan? Je jurkje. Heb je die al gemaakt? Ja. Is af? Waar is die dan? Ik weet het niet. Ja. Oh, nice. Voor de cooking? Ja. Ah, perfect. We doen niks met subsidies en dat soort dingen, dat doen we niet. Het is een maatschappelijk probleem en in die zin denken wij dat er ook een maatschappelijk draagvlak voor is om het op te lossen in de vorm van particulieren en bedrijven. De eerste keer dat we de pakken uitdeelden, daar zijn we heel erg veel gebeld door mensen die jagen en die vissen. Zelfs mensen in rolstoelen die zeggen van, kan ik dit ook kopen? En toen hebben we elke keer gezegd, nee, want dit gaan we weggeven. En er zijn echt mensen die het echt nodig hebben. En kom maar wat anders, bij wijze van spreken. Maar omdat we er nu mee verder zijn gegaan, denken we van ja, misschien een bedrijfje kunnen laten ontstaan uit de stichting. En dat voedt elkaar en dan wordt het een zelfdraaiend motortje. Dus hoe beter wij verkopen, hoe meer pakken wij weg kunnen geven, zeg maar. Dat is nu het plan. De hele dag door Syrische muziek. Ja, geweldig. Af en toe doe ik even de oordopjes in, een beetje techno erop en dan hoppatee. Ja, het is wel leuk, Syrische muziek. Maar als je de hele dag door hoort, dan wil je ook een keer weer wat anders. Ja, je voelt je net Sinterklaas. Ja, Sinterklaas is het leukste om te spelen, toch? Je kunt zelf ook dingen doen. Ga naar het vluchtelingenkamp in je dorp en neem ze mee de stad in. Ga met ze op het terras in. Dat ze zich in ieder geval dat welkom al, voelen. Dat is al super. Als je zoiets al doet, is al echt perfect. Ja. Als er mensen zijn in de omgeving van Enschede die het gevoel hebben van, ik wil graag een dag in de week meedraaien. Al is het touwtjes door de capuchons halen. Koken, maak een lekkere stampot wat de jongens niet kennen. Nou, daar zijn we hartstikke blij mee. Ja. En hoe krijgen jullie die pakken naar Syrië? Nou, dat is nog de grote vraag. Nou, we kunnen ze in ieder geval tot aan de grens met Turkije en Syrië krijgen. Dat is nog niet zo'n probleem. Alleen, daar moet de grens nog over. Dan moet je een oorlogsgebied in, wat op zich nog niet zo heel handig is om te doen. Waarom willen ze zo weg? We krijgen het sowieso voor elkaar. Ja. Hi, Ineke.
Vader in de hemel, dank u wel voor deze morgen die u ons gegeven hebt. Vader, we bidden ook voor al die mensen die op de vlucht zijn. Deze dingen zijn zo verschrikkelijk groot en zo... Maar u bent toch God, Heer, en we bidden. Wilt u omzien naar al die mensen? Wilt u genadig zijn? Wilt u harten openen, Heer? Vader, we bidden het u in Jezus' naam. Amen. Eet, jongens. Ja. Het zijn harde broodjes. Ja. Er is ook nog een beetje saus, hè? Ja. Kibbelingsaus. Ja, eigenlijk moet je het ook zo doen, hè? Zoute haring, dat begin je nog niet aan, hè? Nee. Zo ver is de integratie nog niet gevorderd, hè? Ja. Ja, maar dat de zalm weer op is, hè? Ja, zalm lekker. Ja. Het was druk in de viswinkel. Ja. Jij bent ook uit Turkije gekomen naar Griekenland. Moest je het water over? Ja, met water, maar niet grote was. Maar water heel snel. Ja, sterker. Ja, zegt die water komt naar aan de Bulgaria. Nee. Bulgarije? Bulgarije, ja. En ik kom daar. Maar jij hebt gezwommen? Ja, binnen 50 meter met zwemmen. Ja. Tegen de stroom. Ja. Zonder zwemvest. Ja, ja. Maar ik leerde alles aan berg. Je rug. Ja, kom. Ja. Zo. Welzalig hij die verstandig omgaat met de ellendigen. In dagen van onheil zal de Heer hem bevreden. Het is goed toeven in de Vrije Republiek Urken. Hoe is Seres bij jullie in huis beland? Een vriendin waar we regelmatig contact mee hebben, die onder asielzoekers actief is, belde op. Zei, ik heb een wat vrijmoedige vraag. Er is een jongen die staat morgen op straat. Zouden jullie hem in huis willen nemen? Ja, we hadden, Trentje en ik hadden met elkaar daar al over gesproken. Als er zo'n vraag komt, dan gaan we daarop in. Hij kwam, zeg maar. Ik hoop dat ik dat gevoel nog lang vasthoud. Het was indrukwekkend. Want hij zat daar. Ik voelde zijn afhankelijkheid heel sterk. Heel sterk. We zijn hierheen gereden. Ja, gaan zitten. We zijn klein behuis, zeg maar. Met allemaal, ja, het is een beetje poppenhuisachtige. Kleine, heel kleine kamertjes. En, maar goed, hij heeft een zolderkamertje. Met een mooie licht, goed licht van buiten. En het is te verwarmen. En dus basic. Ja, bed. En hij kan zitten. En ja, daar heeft hij zich geïnstalleerd. En daar heeft hij een mooi kamertje van gemaakt. Ja. Hij kwam als illegaal. Dat was echt een grote druk. Een hele grote druk. Kan elke dag opgepakt worden. En dan dat eindeloze wachten. Wachten, wachten. Dat is de belangrijkste activiteit van een vluchteling. Zeg maar wachten, wachten. Hij kon niet werken. Hij mocht niet werken. Grote boetes, zeg maar. Echt een gekooide tijger. Een jongen met de kracht van zijn leven. Die niet mag werken. Niet voor zijn vrouw en kinderen kan zorgen. Niet voor... En dan beschuldigde ze ook nog van je bent te lui om te werken. Nou, dat was echt wel... Toen was echt een paar moeilijke dagen. Een paar hele moeilijke dagen. En ik schreef de pauze voor twee kinderen... Mijn taal, Haurami, Koerdisch Haurami. Hoe lang woon je hier al? In Nederland. 3 jaar in Alsace en 1 jaar met Krijn en Trentje. Papa, mama. Het belangrijkste moet ik wel zeggen dat we het wel heel goed getroffen hebben. Want Cyrus weet absoluut wanneer die er moet zijn en wanneer die er niet moet zijn. Het is 1 keer... heeft hij me aangetroffen dat ik in mijn onderbroekje liep, zeg maar. Maar, nou ja, dat overleven wel. Maar verder is hij gewoon... Hij weet precies wanneer hij moet zijn, niet moet zijn. Ja.
Het komt op je pad, zeggen ze hier op Urk. Ja, het komt op je pad. En dan moet je een antwoord geven. Je kan niet wegkijken. Ja, dat kun je doen. Je moet een antwoord geven. Je probeert volgens de Bijbel te leven. Christus is de redder, maar ook het grote voorbeeld, hè, die je probeert, waar je naar kijkt. Wat heeft hij gedaan? Hoe heeft hij het gedaan? En hij deed niet anders. Hij is zo ver gegaan dat hij zichzelf geïdentificeerd heeft. Hè. Ik was een vluchteling. He, zegt hij later in staat in de Evangelie. He. Ik was een vluchteling. En dus, ja. Het niet doen vind ik, zou ik veel moeilijker vinden. Zou ik veel moeilijker vinden het doen. Het is zo vanzelfsprekend. Dit gebeurt en je ziet het en het raakt je. En dan is gewoon de volgende vraag: wat moet er gebeuren? Dat zijn mega vragen. Maar je kan ook niet om de vraag heen: wat moet ik doen? Want wij hebben zelf allemaal mogelijkheden. En gelukkig zijn er heel veel mensen nu op het ogenblik. En het particuliere initiatief, dat vind ik fantastisch. Even zonder managers. En even gewoon mensen zelf aan het werk. Eigen mogelijkheden, eigen creativiteit. Fantastisch. Maar daar moet gewoon alle ruimte voor komen. Die hele vluchttoestand, dat doet denken aan de oorlog. Maar het is ook oorlog. Het is toch ook oorlog? Want Cyrus is ook christen geworden sinds hij hier is. Cyrus is christen geworden, ja. Hij heeft mensen ontmoet, hij heeft christen ontmoet. Griekenland en ook hier weer. En op een gegeven moment, ik wil christen zijn. Gewoon, ik wil christen zijn. En dan heeft hij bijbelstudies gedaan. Hij weet, en is hij gedoopt tenslotte. En dan ben je dus een onderdeel, zeg maar, van een christelijke gemeenschap, zullen we zeggen. Easy time. Komt helemaal goed. En anders. Rechts, hè? Ja. Hier links. Rechts, toch? Nee, maar we gaan via de andere kant naar binnen. Ah, oké. Okay. Of wel deze? Nee. Of zou ik hem gewoon hier echt voorzetten? Zet hem maar bepaald ervoor. Ja. Nou ja. Hier zo dan. Waar zit die deur? Die deur zit aan deze kant. Uit België is een hele groep gekomen met een soort allemaal schoenen en dingen. En die hebben het niet goed afgestemd en die zijn belaagd en die moesten terug. En uit Engeland precies hetzelfde. Dus iedereen is bang nu dat het misgaat. Als deze is de Koerdisch. English, yes. Two o'clock, shoes. There on the street, outside the camp. Just, ja. Oké. Okay. God bless you. Thank you. Mezelf in het plaatje vond ik heel moeilijk. Ik heb nog nooit zo graag zwart willen zijn, want ik was zo wit en een soort wannabe moeder Teresa of zo. Je loopt daar en je denkt alleen maar, oh ja, ik kom je helpen. Ik vond dat zelf heel lastig. Hier hebben we wel 40. Sorry, I like 41. Liever 42. The size is good. Then you have it. I'm not gonna look for the most. 41? Okay, go if you got the shoes. 42, huh? 43? 43? No chains. No, there's a line. Four. It's a line. 44, yeah. Yeah, I was checking. If the market here does good, I'm not sure the market. What happened? So, I'm trying to come on. Because I'm going to let the thing happen. I'm going to let the thing happen.
إلا أرقام بس بقى أرقام ما في ماري. Stop. Of your other men, be sweet. If you have good shoes, give them to the people who don't have good shoes. We want to help, we will come back, but it's not enough, okay? Please help us too. So we make a line, yeah? 44 goes a bit here. 44. Okay, 44. 44. Easy. Welcome. Yeah. Ik weet eigenlijk nu ook zelf eigenlijk niet. Ik denk, ja, wat is het probleem? En dat is de hele tijd dat je gaat over je eigen grenzen heen. What are you doing? Why are you collecting them all there? When you stand here in line? Nog een andere formaat, hè? Abro, braber. Oké. I'm sorry, it's human to human. We said, I gave you 40. But the thing is, now look. Ik denk dat het lastig is. Dat je iets wil filmen. Omdat zo'n camera erbij is, is ook wat ik had met die mensen is geworden tot alsof ik een stem wil laten zien van een grote groep in plaats van één individu. En daar heb ik tot nu toe het beste mee gedeeld, gewoon van mens tot mens. We just try to help you, you stupid. You gonna give me an angry face? Why? Sorry. Opeens is het niet meer van mij naar hun, maar is het alsof ik iets wil van hen ook. Ook al is het allemaal voor de good cause, om te gebruiken voor de televisie of dat. En dat is, en dat voor mezelf is dat heel onprettig. Kut. Kan niet meer. Volgens mij moet jij nog even schoenen gaan brengen naar iemand, of niet? Ja. Precies, daarom, en dan wordt het ook simpel. Dan, dat heb ik afgesproken, dat ga ik doen. En dan is het duidelijk. En is even niet het grotere plaatje. Maar deze belofte, en die ga ik nakomen. En jij mag niet mee. En dan is het ook goed. Aus der DDR. Ich habe ja auch davon profitiert, jetzt im Westen zu sein und auch jetzt zu Deutschland zu gehören, zu Gesamtdeutschland. Und ich war 17, als die Mauer gefallen ist. Und es hätte durchaus auch sein können, dass ich auch mal hätte gesagt, okay, jetzt will ich raus hier, jetzt will ich abhauen. Jetzt klettere ich über die Mauer, jetzt schwimme ich durchs Meer oder durch einen Fluss, um einfach in Freiheit zu kommen. Und die anderen Flüchtlinge, die wollen ja nichts anderes. 16 Millionen DDR-Bürger, ja? 16 Millionen. Die wurden in die Bundesrepublik Deutschland wirtschaftlich integriert. 16 Millionen. Das hat funktioniert. Warum sollen wir nicht auch 1-2 Millionen Flüchtlinge integrieren können? Das geht. Jetzt doch noch einen Mann vorstellen, der angesichts dieser Katastrophen und zwar noch vor der heutigen Nacht gesagt hat, ich kann das nicht weiter mit anschauen und ich will da jetzt ganz konkret etwas zur Rettung dieser Flüchtlinge tun. Das ist 25-jährige Mauerjubiläum, soll sie auf diese Idee gebracht haben. Das müssen Sie uns erklären. Ja, ich meine, es gab schon immer Flüchtlinge zu DDR-Zeiten heute und wir haben es heute auch gerade wieder gesehen, dass die letzte Woche in der letzten Woche 1000 Menschen gestorben sind im Mittelmeer und ich möchte wirklich jetzt auch mal die Chance ergreifen, diesen Menschen ein Gedenken zu schenken, indem ich Sie bitte, eine Gedenkminute dafür einzulegen. Bitte stehen Sie auf dafür. Wir möchten diesen 1000 Toten, die die letzte Woche an unserer europäischen Außengrenze, an unserer deutschen Grenze gestorben sind, gedenken. Herr Höppner,
Ich ja. würde trotzdem gerne bei allem gedenken. Ja, weil auch, für in Deutschland sollte eine Minute Zeit haben, um diesen Menschen zu gedenken. Jetzt bitte. Wir müssen nicht auf die Uhr gucken. Es hat funktioniert, bis dass der Talkmaster es dann nach 40 Sekunden abgebrochen hat. Ich war ein bisschen erstaunt danach, als er dann wieder anfing, seinen Fragenzettel abzulesen. Ja. So, als wenn nichts passiert wäre. Herr Höppner, ich würde Sie trotzdem gerne fragen, was hat das mit dem Mauerfall zu tun? Ich glaube, das ist nicht die Frage, was das mit dem Mauerfall zu tun hat. Nein, dieses Drama, was sich auf dem Mittelmeer abspielt, was uns jeden Tag im Fernsehen vorgeführt wird, das ist unerträglich und wir haben versucht, etwas dagegen zu unternehmen. Erklären Sie uns doch, wie Sie das mit dem Schiff jetzt machen. Ist dieses Schiff tatsächlich hochseetüchtig? Aber natürlich ist es. Aber das ist nicht die Frage. Das Schiff ist jetzt... Haben Sie viele Reaktionen bekommen? Ja, sehr viele Reaktionen gab es. Also wir wussten auch nicht so richtig, war das jetzt gut oder schlecht, was ich da gemacht habe. Meine Freunde waren da auch sich nicht so sicher. Aber dann, wenn man sich nochmal im Nachhinein überlegt hat und spätestens die Presse am nächsten Tag, die hat es auf jeden Fall gut gefunden. Und ja, auch mal eine Meinung zu bekunden und Zivilcourage zu zeigen. Ich hoffe, dass sich die Verantwortlichen schämen dafür, wenn sie uns bei der Arbeit zuschauen. Es ist nicht die Aufgabe von zivilen Personen, das zu machen. Das ist die Aufgabe der Staatengemeinschaft Europa. Und die kommen da nicht ihrer Aufgabe entsprechend nach, also müssen es wir machen. Die hatten wir mitgehabt bei einer Ausfahrt. Die wurden schon 6-mal verwendet. Das Problem ist, nach dieser einen Woche, ja, in diesen Booten, wo die Leute drin stehen, da ist ja alles mit Urin, Fäkalien, Benzin, alles. Also die stanken richtig dolle. Und jetzt haben wir sie hier mal ausdüften lassen, mal 2 Monate. Ein bisschen vom Regen sauber machen. Sea-Watch macht so eine Art Ersthilfe auf hoher See. Sea-Watch fährt raus, hat Rettungswesten, Trinkwasser, Ärzte, Medikamente dabei, sucht nach Flüchtlingsbooten in Seenot. Hier. Das waren, glaube ich, die Rettungsschwimmflügel für ein Kind. Dann informieren wir sofort die Küstenwache, dass dort ein Notfall ist, dass sie kommen mögen, die Leute bergen. Und in der Zwischenzeit geben wir denen Trinkwasser, Rettungswesten und zur Not auch Rettungsinseln. Wenn die aufklappt, passen da 130 Leute drauf. Großes Ding. Wir nehmen die Leute nicht aufs Schiff, also nur im Notfall. Wenn mal Kinder oder schwangere Frauen, dann nehmen wir die aufs Schiff. Aber wir sind sozusagen eine Art Telefonzelle. Und so Ausguck, dass wir schauen, wo Leute sind, ob es Probleme gibt und informieren dann immer sofort die entsprechenden Stellen und fordern professionelle Hilfe an. Und das funktioniert dann für sich ganz gut. Vorausgesetzt, wir finden welche. Das Schiff ist jetzt seit knapp 4 Monaten in Lampedusa. Wir haben es ursprünglich aus Hamburg dahin gebracht, haben es davor in Holland gekauft gehabt. Es ist jetzt da. Ja, und morgen fahre ich wieder nach Lampedusa. Jetzt fahren wir mit unserem Schiff von Lampedusa hier Richtung Tripolis und patrouillieren im Wesentlichen in diesem Bereich hier. Wir sind dahin gefahren, wussten auch nicht genau, wo die Leute sind und haben dann halt eins gefunden, dann haben wir noch eins gefunden und dann wieder war eins. Also als wir einmal da waren, haben wir jeden Tag ein Schlauchboot gefunden und irgendwann hast du ja so eine Regelmäßigkeit. Das heißt, du merkst, okay, an der Stelle kommen viele Boote lang. Also bleibst du da, wenn man auch diese Boote sieht, ja, die so überladen sind, aus dünnem Gummi, die halten 2-3 Tage, dann fallen die auseinander. Da sind Platten drin, die schubbern den Gummi durch, da ist dann vorbei. Deshalb sind sie darauf angewiesen, dort gefunden zu werden. Entweder sie werden gefunden oder sie sterben.
Das Schlimme war, naja, dass wir doch mehr oder weniger alleine waren. Dass wir gesagt haben, wieso ist denn da jetzt kein Militärschiff, kein Tritonschiff, irgendwas, ja? Das ist ein kleines Gebiet. Wir fahren mit unserem ollen Kutter da rum und finden jeden Tag ein Schlauchboot. Und dann fragst du dich natürlich auch, sind dafür jetzt noch mehr Schlauchboote, ja? Du hast vielleicht eins gefunden, vielleicht waren auch noch drei andere, die du nicht gefunden hast, ja? Offiziell ist es irgendwas zwischen 2.000 und 3.000 Tote. Ich glaube, das ist viel zu wenig. Weil es werden ja nur die gezählt, die man findet. Wo man dabei ist, wo es verifiziert ist. Es werden nicht die gezählt, die da irgendwo in den Weiten des Mittelmeers versinken. Und es werden auch nicht alle gezählt, die dort an Tripolis, an dem Strand angespült werden. Das ist Rebellengebiet. Da kümmert sich keiner drum, da gibt es keine Journalisten. Uns wurde berichtet, dass auch dort in diesem Gebiet wirklich jeden Tag Leute an den Strand angespült werden. Das kriegen wir hier gar nicht mit. Wenn sich jemand für 80.000 Euro einen teuren Porsche oder eine Segeljacht kauft, ich meine, da wundert sich ja keiner. Und da gibt es ganz viele, die das machen. Und gerade auch in Holland, es gibt viele Sportboote und die sind alle teurer als unsere Sea-Watch. Und da wundert sich keiner, dass die Leute so viel Geld dafür ausgeben, nur um damit mal im Urlaub ein bisschen rumzufahren oder zum Bier trinken zu gehen. Ja, und wir haben das Geld erspart gehabt in den letzten Jahren und wir müssen nur einen retten und da hat sich's gelohnt. Und jetzt haben wir schon, glaube ich, 1.800 Leute gerettet. Also super Investition, möchte ich mal sagen. Vielleicht gibt es ja auch noch mehr Leute, auch die ein Schiff haben, was vielleicht sogar besser ist als unseres. Und die sagen, ey, ich will auch was machen. Und dann sage ich, ruft uns an, schreibt uns und fahrt mit uns zusammen durchs Mittelmeer und sucht dort nach Flüchtlingen. Wir wollten immer ganz viele Kinder haben. Und dann haben wir nach dem ersten Kind gesehen, wie vielen Kindern es nicht gut geht auf der Welt. Dann haben wir gesagt, komm, statt Kinder selber in die Welt zu bringen, kümmern wir uns auch um die anderen. Im Kindertransportprogramm der Bundesregierung können 55.000 syrische Kinder auf Zeit in die Bundesrepublik einreisen. Kinder, die sonst unter sehr belastenden Verhältnissen aufwachsen würden, können so vorübergehend an einem glücklichen Leben teilhaben. Wenn man ein so junges Leben wieder aufblühen sieht, das ist ansteckend. Bewerben Sie sich jetzt www.kindertransporthilfe-des-bundes.de. Das geht natürlich zurück auf eine reale Vorlage. Die Kindertransporte, die 38, 39 fast 10.000 jüdischen Kindern das Leben gerettet haben. Wir hatten in den ersten zwei Tagen, glaube ich, über 1.000 Anrufer aus Deutschland, die bereit waren, ein syrisches Flüchtlingskind aufzunehmen. Das heißt, was wir damit erstmal bewiesen hatten, schon in zwei Tagen, war, dass die Hilfsbereitschaft in Deutschland, in der Bevölkerung, viel größer ist, als die Politik gemeinhin annimmt. Die Politik glaubt immer gerne, es gibt da so einen Stammtisch, da sind alle mehr oder weniger Rassisten und mit Syrern wollen sie nichts zu tun haben. Und wir wurden also regelrecht gestürmt. Und das, obwohl wir von Anfang an und auch in den Presseberichten von Anfang an da kommuniziert wurde, dies ist eine Kunstaktion, das ist Aktionskunst, es gibt dieses Rettungsprogramm nicht. Es sieht sehr echt aus und die Künstler sind bereit, die Schlüssel für dieses Rettungsprogramm der Bundesfamilienministerin zu übergeben, dass sie sozusagen dieses Programm übernimmt. Vor dem Familienministerium kam es zu Buckingham Palace-artigen Szenen, also ein Blumenmeer für die Familienministerin, für ihre heroische Tat. Motive sind aufgetaucht von ihr als Bundeskanzlerkandidatin, weil sie diesen Akt politischer Schönheit vollzieht. Und am fünften Tag dieser Aktion ist es uns dann tatsächlich gelungen, eine Einladung zu bekommen ins Kanzleramt.
Da sind wir hin mit Holocaust-Überlebenden, die nur überlebt haben dank der Kindertransporte, 38. Und die haben dann mehr oder weniger der Regierung die Leviten gelesen. Und damit war das Tor offen sozusagen für eine, sagen wir mal, humanistischere Politik, die wir bis heute erleben. Das Zentrum für politische Schönheit versucht, Akte politischer Schönheit zu finden. Also Moral wird von der politischen Seite immer interpretiert als etwas Schwaches, als etwas Leidenschaftliches, aber keine geschichtliche Kraft. Und wir sind der Überzeugung, dass nichts so sehr die Geschichte geprägt hat und nicht so sehr auch prägen sollte, wie moralische Kräfte. Und deswegen sind wir der Meinung, dass es auch Taskforces braucht der Humanität, dass es Sturmtruppen braucht, die für Mitmenschlichkeit kämpfen, für Humanität kämpfen, für moralische Schönheit kämpfen. Was ist eine Fassbombe? Wie sieht Aleppo aus? Warum sterben dort Kinder im Moment? Das sind Dinge, die sind in der deutschen Bevölkerung, würde ich behaupten, noch gar nicht angekommen. Deswegen, also dafür kämpfen wir. Ich glaube, dass auch das Mittel des Theaters, wenn Sie so wollen, oder der Künste, dort etwas tun können, was ich die moralische Fantasie einer Gesellschaft nennen will. Also es gibt so etwas wie eine kollektive moralische Fantasie, die sehr schnell auch übrigens in politische Handlungen umschlagen kann. Und die gilt es zu erweitern. Also wenn Sie so wollen, die moralische Fantasie kann sich im Moment sehr gut vorstellen in Deutschland, wie es ist, in einem Konzentrationslager zu sein und vergast zu werden. Wenn es jetzt kein Gas gibt und keine Konzentrationslager und der Massenmord auf andere Art stattfindet, muss man diese moralische Fantasie erweitern. Wir holen das Problem nach Deutschland. Gemeinsam mit Angehörigen, Imamen, Pfarrern und Bestattern haben wir unwürdige Grabstätten geöffnet und die Toten exhumiert. Wir präsentieren sie unter den Augen der europäischen Öffentlichkeit, ihren bürokratischen Mördern. Der Aktion Die Toten kommen ging es darum, Menschen, die an den Außengrenzen gestorben sind und da verscharrt wurden, anonym, ohne Zeremonie, ohne das Beisein ihrer Angehörigen, nach Deutschland zu überführen und hier im Beisein ihrer Angehörigen zu bestatten, in aller Würde. Von vier Kindern. Sie hinterlässt einen Mann, einen Ehemann und drei der Kinder. Das vierte Kind ist mit ihr ertrunken, höchstwahrscheinlich. Also es wird als vermisst gemeldet. Diese Frau machte sich auf den Weg nach Deutschland, um Schutz zu suchen. Sie hatte dazu jedes Recht. Heute ist sie angekommen. Aber sie ist nicht mehr am Leben. Diese Frau wurde in die Tiefe gezerrt von drei afrikanischen Mitbürgern, die wahrscheinlich nicht schwimmen konnten und sich an ihr festgehalten haben. Ihre Leiche wurde gefunden, die ihres Kindes wie gesagt nicht. Und sie wurde dann in Sortino, also in einem kleinen Ort auf Sizilien in Italien, bestattet, beerdigt, ohne Zeremonie und auch ohne Namen. Als Sconosciuto numero due, also als Unbekannte Nummer zwei. Es hat nicht besonders lang für uns gedauert zu identifizieren, wie sie heißt und auch ihre Angehörigen, also den Ehemann und die drei Kinder zu finden. Und das haben wir gemacht und haben dann sozusagen ihnen angeboten, dass wir ihre Liebste, ihr wichtigstes Familienmitglied zu ihnen nach Deutschland bringen. Wir haben dann vor allem die eingeladen, die Täter sind, wenn Sie so wollen, nämlich die Schreibtischtäter. Der deutsche Staat ist der größte EU-Mitgliedstaat. Und der für die EU-Außengrenzen, für die Abschottungspolitik der EU, sind die Innenminister zuständig. Die haben wir eingeladen, wir haben das einen humanistischen Anschauungsunterricht genannt. Sie sollten die Humanität Europas einmal sehen auf dem Friedhof, wie sie da zu Grabe getragen wird. Und das Unfassbare ist passiert, kein einziger dieser eingeladenen Gäste aus dem gesamten Innenministerium ist gekommen.
Kein einziger. Wovor ich wirklich Angst habe, ist das Erbe, unser humanistisches Erbe, unser Anspruch auf Humanität, die Möglichkeit, dass ich mir selber in den Spiegel schauen kann und sagen kann, ja, wie das politisch läuft, ist noch einigermaßen erträglich. Es ist komplett unerträglich, es ist komplett inakzeptabel. Und das ist das, wo ich glaube, wovor wir wirklich Angst haben müssen, vor dem Urteil der Nachwelt, vor dem Urteil, wie wir in den Geschichtsbüchern dastehen. Mein Sohn schaut mich an, er ist 3 Jahre alt und er wird mich natürlich mit 30 fragen, wenn ich jetzt Theaterstücke machen würde über Liebe oder Komödien, ja? Dann würde er mich in 30 Jahren fragen, Papa, was hast du damals eigentlich gemacht, als 10, 100.000 Menschen an den Außengrenzen gestorben sind? Ihr hattet doch in den Geschichtsbüchern, da stand doch drin, es gab nur 124 Mauertote an der deutsch-deutschen Mauer und dem wurde gedacht. Jahrzehntelang war die DDR das schlimmste Regime in Europa wegen dieser Mauertoten. Das schafft die Europäische Union in einer Woche. Lassen Sie uns eine Brücke in die Zukunft bauen. Eine Steinbrücke von Afrika nach Europa, um das sinnlose Sterben im Mittelmeer ein für allemal zu beenden. Thank you for watching. For more on this subject, take a look at the playlist. You can also watch this recommended video. Don't forget to subscribe to our channel and we'll keep you updated on our documentaries.